erkennt heute vor allem zwei Arten von Rückenschmerzen. Das sind einerseits die sogenannten spezifischen Rückenschmerzen, bei denen die Ursache gut bekannt ist, zum Beispiel Bandscheibenvorfall oder ein Wirbelkörperbruch, eine Infektion oder eine Entzündung. Demgegenüber haben wir auch die sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen. Das ist die Mehrheit der Rückenschmerzen, in der Regel harmlos. Man kann nicht genau sagen, woher sie kommen. Sie sind meistens verbunden auch mit einer Muskelverspannung im Bereich des Rückens. Von akut spricht man, wenn natürlich der Schmerz zu Beginn vorhanden ist, recht intensiv in der Regel, anhält über einige Tage, manchmal wenige Wochen. Aber in aller Regel, in über 90% der Fälle, bildet sich dieser Schmerz dann wieder glücklicherweise zurück. Aber bei etwa 10-15% der Patienten kommt es zu einer Chronifizierung des Schmerzes, also der Schmerz bleibt über 3 Monate länger anhaltend. Also zur restlichen Behandlung muss man immer dann gehen, wenn der Rückenschmerz mit einem Krankheitsgefühl verbunden ist, mit Fieber zum Beispiel, Körpergewichtsverlust. Wenn die Schmerzen zum Beispiel ausstrahlen, die Beine ein- oder beidseitig, wenn sie verbunden sind mit Gefühlsstörungen, auch Lähmungserscheinungen oder auch zum Beispiel Funktionsstörungen im Blasenbereich oder im Darmbereich. Für manche sind Rückenschmerzen wie ein Schnupfen lästig, aber nach ein paar Tagen vorbei. Rückenschmerzen können aber auch sehr, sehr heftig sein und das Leben massiv beeinträchtigen. Aber auch dann, in 80% der Fällen, sind die medizinischen Ursachen für Rückenschmerzen harmlos, oft Muskelverspannungen. Und was hilft bei Muskelverspannungen? Bewegen, 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 die Muskulatur kräftigen, eine gute und abwechslungsreiche Arbeitshaltung und auch ganz wichtig Muskelentspannung. Wir haben viele Gründe, verspannt zu sein im Alltag. Der Arbeitsalltag ist hektisch, wir haben Probleme in der Familie, Sorgen und das alles spürt man dann eben mit der Zeit auch in der Muskulatur. Muskelentspannung kann man lernen und die gute Nachricht dabei ist auch, dass Entspannungsverfahren nicht nur dem Rücken helfen, sondern auch helfen, insgesamt gelassener mit dem Alltag umzugehen. Gegen Rückenschmerzen kann man kurzfristig Tabletten einnehmen. Daneben gibt es auch Salben zum Einreiben oder ein Pflaster zum Aufkleben. Zum Muskeln lockern könnte man auch kurz ein Bad nehmen. Daneben gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die das Wohlbefinden fördern. Den Arzt aufsuchen sollte man, falls die Einnahme der Tabletten länger als 3 Tage dauert. Die Vorteile der Tabletteneinnahme ist die rasche Wirkung. Die Salben zum Einreiben locken auch die Muskeln. Ein Pflaster hat den Vorteil, dass es den ganzen Tag auf der schmerzenden Stelle belassen werden kann. Ein Pflaster sollte nicht angewendet werden, wenn die Haut gerötet ist und verletzt ist. Jeder kann dasjenige anwenden, welches ihm am meisten zusagt und am angenehmsten erscheint. Zusätzlich können muskelstärkende Übungen, die die Rückenmuskulatur stärken, gemacht werden. Es gibt auch besondere Gesundheitsschuhe, welche die Haltung verbessern und allgemein die Muskeln stärken.